Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute machen wir es uns mal richtig einfach, denn es gibt eine super herrliche One-Pot-Pasta. Und das Tolle an diesen Rezepten ist, die meisten kennen sie wahrscheinlich schon. Es kommt einfach alles in einen Topf, einschalten, gelegentlich umrühren und würzen und fertig ist das leckere Essen. Für die One-Pot-Pasta brauchen wir frische Champignons. Die werden erstmal schön klein geschnitten. Dann noch eine Knoblauchzehe, die wird auch fein gewürfelt. Die ganzen Nudeln gebe ich in einen Topf. Knoblauch dazugeben, die Champignons und anschließend mit Wasser aufgießen. Dann den Salbei dazu, eine ordentliche Prise Salz, Pfeffer darf auch nicht fehlen, dann Creme Fraiche dazugeben und alles ordentlich umrühren. Anschließend so lange köcheln lassen, bis die ganze Flüssigkeit aufgebraucht ist und danach mit frischen Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch und Parmesan servieren. So sieht's aus, ich empfehle es mit Parmesan, da schmeckt es gleich doppelt so gut. Ich liebe One-Pot-Pasta-Gerichte, die sind super leicht zu machen. Und noch dieses mit Champignons und Salbei schmeckt einfach hervorragend. Das Ganze mit frischem Parmesan und frischen Kräutern serviert, ist ein wahrer Genuss. Die ganzen Zutaten, um es nachzumachen, unten in der Infobox, da ist alles, was ihr braucht, um diese leckere One-Pot-Pasta nachzumachen, würde mich sehr freuen, denn die schmeckt wirklich super. Ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Rezeptvideo gibt es dann schon morgen. Schaltet also wieder ein und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit.